Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, mach das nicht. Worauf wollte ich da eigentlich hinaus? Also, die Sache mit dem Nachtdorf lässt mir so ein bisschen keine Ruhe und ich habe es auch gestern in anderen Streams so ein bisschen gelesen bei den Zuschauern, dass es wohl, ja, viele nennen das immer so, dass es ein Bug ist. Nein, es ist eigentlich kein Bug, sondern it's not a bug, it's a feature. Das hat es schon immer bei Clash of Clans gegeben, vor allen Dingen im Nachtdorf. Darum geht es nämlich eigentlich heute. Und zwar gibt es ja drei verschiedene Arten von Spielern im Nachtdorf. Ich muss das mal eben abholen hier. Und zwar gibt es die, die das ganz normal spielen, wie ich auch hier. Das heißt, ich logge eigentlich jeden Tag ein. Im Moment spiele ich es eigentlich, tatsächlich eigentlich gar nicht, aber ich habe schon gespielt. Denn ich habe noch 14 Tage, passe schon lange fertig. Und dementsprechend spiele ich das Nachtdorf eigentlich nur zu den Clanspielen oder wenn der Pass noch nicht fertig ist und ich muss ein paar Aufgaben im Pass erledigen. Aber auch bei mir gab es die Tage wieder diese Stimmen. Toto, kennst du schon den Bug im Nachtdorf? Und ich so, einen Bug im Nachtdorf habe ich noch nicht gefunden. Den einzigen kleinen Bug, den ich gestern gefunden habe, ist, als ich den Miniborden gespielt habe, dass er ab und zu mal in einer Mauer verschwindet. Also der war nicht sichtbar und war dann so in so einer Mauer. Und kann ich euch aber gerne in den Livestream zeigen, was ich damit meine. Aber hier gibt es drei verschiedene Arten von Spieler. Es gibt die Spieler, die ganz normal spielen, so wie ich. Ja, es gibt die Spieler, die ganz normal spielen, so wie ich. Das heißt, wir nehmen hier mal unsere Packies. Nehmen so einen mit dazu. Kampfmaschine. Jetzt gucken wir mal, wie weit die so gehen. Ab und zu sollte man das Zünden nicht vergessen. Und wo ist Nummer 3? Nummer 4. Jawohl, das geht ganz gut. Dann können wir die im Backend auch noch mit dazu setzen. Und dann dürfen wir nur nicht vergessen, wen wir noch nicht gezündet haben. 5 haben wir noch nicht gezündet. Das machen wir jetzt, damit der Crusher da weggeht. Und wir können aber, glaube ich, noch zünden 4 und 6. Wo sind die? Die laufen da hinten rum. 6 nehmen wir mal jetzt. Dann ist auch der Brutzler da weg. 5, 4. Ah, 4, 4 konnte ich da machen. Okay, aber erstmal ganz easy peasy. Mauerbrecher haben wir auch noch behalten. Das sind so die ganz normalen Spieler, ne? Also die, ich nenne es mal so, ja, einfach hier versuchen, das meiste hier rauszuholen. Im Moment habe ich nur den einen Helden, deswegen muss der bei mir immer überleben. Auch für die zweite Stage, wenn ich es denn überhaupt da mal so reinschaffe. Und, denn, zack, da sind wir hier drüben. Oh, ja, okay. Oh, ich hab ja richtig viel Päcker über, ne? Donnerwetter, ich habe ja richtig viel Päcker über. Alles klar. Dann machen wir, pass mal auf, wir nehmen den hier, ihn hier mit rein. Ihn hier mit rein. Und ich würde sagen, wir gehen hier außen einfach mit so ein paar Päckis lang. Damit wir die Prozente noch mit rein bekommen. Ah, schade. Damit wir die Prozente hier noch mit reinbekommen. Und 145, mal sehen, ob wir 150 überhaupt irgendwie schaffen. Aber es sind noch ein, zwei auch so, obwohl ich habe einen noch gar nicht gesetzt. Okay, einen habe ich noch gar nicht gesetzt. Oh, die Falle war gut. Die hat mich in die Base katapultiert. Die war gut, die Falle. Danke dem Gegner. Und also, wenn er das dann sieht, sollte er die vielleicht umsetzen, weil ich muss jetzt nicht durch eine Mauer. Es wurde mir einfach noch mal ein bisschen einfacher gemacht, aber 171, 5 Sternchen. Und es gibt halt ein bisschen Gold und es gibt halt das Elex 43.000 Gold. Ja, das ist jetzt schon wenig, weil ich schon ein bisschen gedroppt habe. Aber wir haben den Tages- oder den Sternebonus erhalten, können ihn sogar noch mal einfahren und bekamen auch eine Def. Da gibt es 60k. Okay, jetzt haben wie viele gesagt: Ja, Toto, brech mal ab. Ja, brech mal ab den Angriff. Und dann kriegst du immer Elex. Ja, das ist dann die zweite Art der Spieler, die es im Moment gibt. Das heißt, die gehen einfach rein und brechen das Spiel ab. Macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das heißt also, sie gehen hier hin und geben auf. Weil dafür gibt es immer Elex. Es gibt natürlich kein Gold und keine Pokale dafür. Das sollte euch klar sein. Es gibt kein Gold und keine Pokale dafür. Aber es gibt Elex. Und mit dem Elex, was wir jetzt gleich kriegen, ja, müssen wir gerade noch den Angriff abwarten.
mit dem Elex kannst du natürlich Mauern machen. Und deswegen haben viele auch schon die Mauern maxed, weil sie sich wirklich angetan haben, hier 100 Stunden oder länger zu spielen, um die Mauern hier fertig zu machen. Ich habe lange, lange danach gesucht und ich habe es auch noch nicht gefunden, was der Sinn dieser ganzen Sache ist. Ja, was ist der Sinn der ganzen Sache, dass man hier immer abbricht, zwar das Elex einholt, aber hier kein Gold bekommt, Pokale verliert vor allen Dingen noch. Und je mehr Pokale ich ja verliere, ich bin jetzt schon wieder einen runter. Also ich war jetzt im letzten Livestream schon einen runtergegangen und ich möchte eigentlich ganz gerne wieder Richtung Emerald. Ja. Und aber ihr seht es hier, 72.000, ja, und ich habe abgebrochen. Ich habe abgebrochen. Und dafür kriege ich 72.500 Elex. Ist cool, oder? Ich finde es cool. Aber ich finde es irgendwie auch lame. Und es ist aber kein Bug, es ist ein Feature. Und wer so spielt, der möchte so spielen. Wenn man Exploide eigentlich will, also wenn man sie extra anwendet, ich will das ja nicht Bug nennen oder so, dann ist man eigentlich schon im gefährdeten Bereich, dass der Account gesperrt wird, weil man ja wohl wissend eine Lücke im System nutzt oder hart ausnutzt. Damit macht man sich eigentlich, na, ich will nicht sagen keine Freude, ich meine, man macht sich selber keine Freude. Ja? Die dritte Art der Spieler, die auch ein bisschen Gold haben wollen, die machen das natürlich jetzt so, die gehen in die Suche, setzen hier ganz viele Truppen, passt auf, wir nehmen den mal hier ganz, ganz hinten, einen da, ausführen, ausführen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zünden, den auch nochmal zünden und dann beenden wir das Spiel. Ja, dann beenden wir das Spiel. Das Coole ist, wenn ich jetzt wieder ins Spiel reingehe, dann habe ich auch Gold. Dann habe ich nicht nur Elex, nein, ich habe auch Gold. Und das ist eigentlich das Coole. Ja, aber jedes Mal das Spiel beenden und ich kriege sogar Sterne. Ja, und ich kriege natürlich auch sogar Sterne. Bei der zweiten Methode kriege ich ja gar keine Sterne. Und ich habe hier auch Gold bekommen für meinen letzten Angriff. Ja, 30.000 ist zwar jetzt nicht so viel. Wir sind sogar in die zweite Stage gekommen, Leute. Das ist ja cool. Wir haben 3 Sterne geholt. Aber die zweite Stage spielt dann halt nicht. Ja, weil du musst dann neue Truppen auswählen aus den Unterstützungstruppen. Das heißt also, du kannst natürlich immer 3 Sterne hier bekommen mit dieser Methode, aber wer tut sich das wirklich stundenlang an, hier immer wieder das Spiel zu öffnen, Truppen setzen? Ich meine, man kann das natürlich jetzt auch, ja, man muss ja nicht mehr warten. Wir müssen ja auf nichts mehr warten hier. Und das ist ja eigentlich das Coole. Wir können ja gleich unsere Angriffe machen, so wie es ist. Den zünden wir nochmal. Und, ich wollte eben noch zünden hier. Und wollte dann das Game beenden, ne? Gehe wieder rein, dann ist der Angriff gelaufen für mich. Und dann gucken wir mal, wie viel ich schon wieder geholt habe. 1, 2, 3, schon wieder 3 Sterne. Das geht ja gut ab, ne? Schon wieder 3 Sterne, ob ich gewonnen habe oder verloren habe, das weiß ich in dem Moment gar nicht. Aber ist ja auch eigentlich egal, denn wir wollen ja letztendlich nur den Lot haben und die Sterne. Wie ist er eigentlich völlig Latte? Ja, wie ist er eigentlich völlig Latte? Aber diese Methode hier, Leute, die ist wirklich fürchterlich. Also ich finde es echt, doof. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder vielleicht seid ihr ja auch so vorgegangen. Aber Leute, es ist kein Bug. Es ist so ein bisschen so ein Feature. Schon wieder 3 Sterne. Hurra. So macht man das hier in Clash of Clans. Ja, und aber ich habe natürlich nicht immer Pokale gewonnen. Also ich habe jetzt tatsächlich durch diese Methode immer nur 30.000 bekommen. Das ist wenig. Ich möchte natürlich gerne ein bisschen mehr Gold haben, weil das Gold bleibt natürlich auf der Strecke. Ich muss da unendlich oft angreifen. Überleg mal, für 3 Millionen muss ich das 100 Mal machen, dieses Verfahren. Und kann dafür, ja, so ein bisschen kann ich, tatsächlich so ein bisschen kann ich dafür leveln. Das kostet schon 4 Millionen. Das heißt, das sind schon mal, weiß ich nicht, 40, 20 Angriffe mehr oder 25. Nee. Tut mir leid, das tut mir nicht an. Zumal verlieren wir viel zu viel Pokale. Also ich würde dann schon lieber wieder gerne recht normal spielen. Ich habe ja jetzt schon allen Bonus
den ich bekommen kann, er spielt hier. Also ich würde eher ganz normal spielen hier und gar keinen großen Hermann davon machen. So, welche Nummer ist denn da hinten? Nummer 5 ist da und hier ist Nummer 6. Okay, den können wir auch schmeißen. Ah, schade, der geht leider nicht gegen ein Gebäude, aber wir haben ja noch ein paar Päckis. Und ich würde einfach immer so weiterspielen, denn so habe ich auch die Chance, dass ich die zweite Stage oder in die zweite Stage reinkomme und um dort A, mehr Medaillen zu bekommen und natürlich auch mehr Gold zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Man kann auch sagen, ehrlich, wer am längsten. Und aber so komme ich natürlich jetzt. Ach schade, ich habe die Kampfmaschine nicht mehr gezündet. Dann müssen wir sie gleich ein bisschen anlaufen lassen hier. Ja, machen wir auch. Wir nehmen die Packys weiter mit. Ich lasse die mal lange anlaufen, dass ich die gleich zünden kann. Und nehme jetzt die anderen hier rein. Zack, zack. Ihn hier mit dazu. Zack, drin. Einmal gezündet. Dann können wir den auch hinterherlaufen lassen hier. Kampfmaschine ist auch noch dabei. 7 haben wir schon gezündet. Ja, 7 haben wir schon gezündet. 8 müssen wir noch zünden. Sieht aber noch ganz gut aus. Mauerbrecher ist auch noch dabei. Wir haben nur noch 2 Kanönchen und einen Bogenschützenturm, der überhaupt aktiv ist. Kanone ist da auch weg. Ja, das werden auf jeden Fall, ich würde fast sagen, das sind 200%. Mal sehen, wo die jetzt durch. Oh ne, da hinten haben wir noch einen X-Bogen. Okay, den X-Bogen müssen wir uns noch... Oh, schade, ich verliere die Maschine. Okay, ich kann aber noch zünden. Ich kann auch zünden, also ein bisschen Spannung bleibt, ja. Zumindest in der zweiten Stage. Habe ich gestern auch bei Fred gesehen, der das Ganze auch so ein bisschen mal analysiert hat. Fand ich auch sehr, sehr gut, das Video. Auch wenn es ein Nachtdorf-Video war, die mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Aber die zweite Stage ist sicherlich die interessantere. Die erste ist eigentlich mau und lame. Aber die zweite finde ich ganz gut und ich meine, okay, der macht jetzt auf 1 auch nicht so wirklich Schaden. Meine Packies hier sind schon maxed und ja, ich brauche den noch nicht mal zünden, außer er geht jetzt gleich durch die Mauer durch. Beziehungsweise der Mauerbrecher, den kann ich noch zünden. Geht er dann auf den... Ach, der geht auch noch down. Okay, 33 Sekunden, passt 200%. Ja, aber so hole ich natürlich jetzt den größtmöglichen Bonus raus für mich. An Gold natürlich auch, gemäß meiner zugeteilten Liga, wo ich jetzt gerade bin. Und ich glaube, das ist die bessere Spielweise. Also diese Abbrechgeschichten, ja, ihr habt ja gesehen, das kann man machen, aber muss man nicht wirklich. 58.000 sieht schon ganz anders aus als 30.000. Ist sozusagen der Doppelte. Und wir haben natürlich auch ein bisschen, ja, wir haben natürlich ein bisschen bekommen hier. Bei den Abbruchgeschichten hier da unten haben wir immer 60.000 gekriegt. Und etwas weniger, wenn wir nicht abbrechen. Okay, da streiten sich dann natürlich die Geister, wo, was, wie, wo besser ist. Aber wenn man Gold will, dann müssen wir halt ein bisschen leveln. Das mache ich jetzt auch wieder, so Richtung 5.000. Würde ich sagen, dass wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen nach Emerald reinkommen. Jetzt bin ich Platin 2, eben war ich noch 3. Nach Platin 1 sind es ja nicht mehr so viele Pokale. 4, 8. Wie viel habe ich? Ja, 4, 7, 14. Das geht eigentlich. Ja. Ich wollte es nur mal festhalten, dass es kein Bug ist, weil ich habe es gestern auch bei jemand anders noch im Stream gesehen, dass die Leute da ständig fragen, ey, kennst du schon den Bug hier im Nachtdorf? Nein. Es ist kein Bug, Leute. Es ist ein Feature. Wenn euch dieses Feature trotzdem ganz gut gefallen hat, also dieses Video hier, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns in dem Fall in den Livestreams. Twitch TV, Schräger Toto Clasht. Followen, Glocke stellen, verpasst da auch keinen Livestream von mir. So wollte ich sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, danke, danke, euer Toto Clasht.